herzlich willkommen in Zimmer 221 im Hotel Blauer Hecht in dem schönen Fachwerkstädtchen Dinkelsbühl. Ich zeige euch hier gerade mal mein Zimmer. Wenn man reinkommt, sieht man gleich als erstes eine Flur. Zur rechten befindet sich das Badezimmer. Nicht mehr allzu neuesten Datums. Eine etwas veraltete Duschkabine. Dürfte schon schön scheppern, wenn man die Tür schließt. Dann gehen wir mal hier den Flur entlang. Sehen dort schöne kleine historische Bildchen. Das ganze Haus ist voll mit historischen Bildchen. Einen etwas älteren Spiegel. Auch hier eine etwas ältere Anrichte oder Schminktisch. Eine Sitzgelegenheit. Kofferbänkchen und dann öffnet sich der Blick in dieses Zimmer hier um die Ecke herum. Der Schrank ist auch schon etwas älter. Da unten befindet sich ein Proforma-Tresor. Der Griff dieses Schranks könnte vielleicht bei Gelegenheit auch mal wieder fest montiert werden mit einer Schraube. Doch Schrank. Ablagemöglichkeiten gibt es zur Genüge, aber jetzt sind wir alle taub. Hier ist dann so eine Art Wohnraum mit einem Flatscreen-Fernseher und einem schönen dröhnenden Kühlschrank. Ich überlege gerade, ob ich den über Nacht ausstecken werde. Und dann befindet sich dann hier etwas schön kitschig angerichtet, dann das Schlafgemach mit einem Twinbed-Raum. Wir haben dann hier so einen Schreibsekretär und die zwei Betten. Bei den Bettlampen funktioniert auch interessanterweise nur die eine Lampe. Die andere könnte vielleicht auch bei Gelegenheit ausgetauscht werden. Die Bilder an der Wand diversen Blumenmotiven, zeugen auch von einem gewissen interessanten Geschmack. Nette Lämpchen hier. Also das Zimmer war bestimmt mal in irgendeinem Jahrzehnt schick. Ich glaube, so in den 80ern könnte es mal State of the Art gewesen sein oder so. Falls jemals. Also sehr nett. Das Fachwerkstädtchen Dinkelsbühl. Ist jedenfalls wunderschön. Wir haben bisher gerade nur etwas gesehen, sind gerade angekommen und ich bin schon gespannt, wie das wird. Doch hier der Blick aus dem Fenster heraus eröffnet eine grandiose, wunderschöne Fachwerkstatt mit wunderschönen alten Häuschen. Und wir sind jetzt hier zum Karpfen abfischen, was hier wohl eine Spezialität ist. Und bin schon sehr gespannt, was es hier für leckere Karpfenspezialitäten geben wird. Wohlgemerkt, dieses Haus ist der Blaue Hecht in Dinkelsbühl. Der Hecht im Karpfenteich. Schauen wir mal, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, Servus.